Henlo, ihr Karamellflöckchen. Viel Spaß mit dem Spiel Inscript schon. Ein virtuelles Kartenspiel mit einigen Twists und Horrorelementen. Schaffen wir es, die Geschichte zu Ende zu führen und ein starkes Deck auf die Beine zu stellen? Ich glaube an euch, Yuki und Deli. Uwu. Warte. Ich überlege nämlich. Du müsstest dieses krasse Ding nehmen mit 7-7. Ja. Müsstest absichtlich sterben und müsstest eine neue Karte machen und in der Hoffnung, dass du dann jemanden den Angriff und die Verteidigung von dem Ding geben könntest. Boah. Dann mit einem Leben oder so. Alter, wie krass das wäre. Okay, aber wir haben jetzt das Kind. Ja, wir haben jetzt ein Kind bekommen, ja? Kind und Katze, wir brauchen Gag. Ja. Der widerliche Gestank von Fäulnis und Schimmel lag in der feuchten Luft. Bei jedem Schritt, den du machst, huschte oder glitt etwas vor dir davon. Vorsicht, das Sumpfgebiet. So, Kater, woohoo. So, Ochsenfrosch, Mantis. Oder ein Stachelschwein. Aber ich würde eher auf die Mantis gehen, weil Stachelschwein... Mantis kann so krass stark werden. Ja, wir haben schon ein Stachelschwein. Mhm. Und Ochsenfrosch wollen wir eh loswerden, also nehmen wir den Mantis. Das ist jetzt nämlich eine gute Frage. Wir können jetzt gerade ausgehen, so wie das aussieht, können wir da eine Karte loswerden. Wir können aber auch links wieder Ritual machen und dann kombinieren. Ja. Dann können wir jemanden die Fähigkeit vom Ochsenfrosch geben. Oder die von der Mantis. Nee, weil die Mantis wollen wir ja so ziehen, der ist ja cool. Okay. Wir brauchen eh nur ein Opfer, aber er macht halt doch einen Damage. Den müssen wir aufbessern, definitiv, am Lagerfeuer oben links. Aber was ist jetzt klüger, einfach nur die Karte zu opfern? Ich glaube, man kriegt wenigstens, oder kriegt man was Neues dafür? Ich weiß es nicht, also was geradeaus genau passiert. Eine Karte, einen Rucksack und Lagerfeuer. Ja, schon. Ich meine jetzt, wenn wir jetzt geradeaus gehen, opferst du ja eigentlich nur eine Karte. Ja. Aber wir könnten die Möglichkeit haben, jetzt jemanden... Die Verteidigung, ja, wir gehen links. Ritual ist, glaube ich, besser. Ich denke schon, dass das auch besser ist. Einfach wegschmeißen, da können wir es auch genauso gut irgendwo rinbatschen. Ja, eben. Dann nehmen wir jetzt unten den Ochsenfrosch. Genau. Dass der weg ist. Ja. Beziehungsweise überleg mal, ob wir vielleicht die Ameisenkönigin, ob da was Sinn macht. Ja, nee. Wen geben wir jetzt die Verteidigung, dass kein Fliegendes mehr durchkommt? Dass ein Fliegendes erstmal das Monster, was hat denn am meisten Leben bei uns? Eigentlich gerade nur Zweige. Die Ameisenkönigin. Achso, ja. Drei. Hermelin hat drei. Hermelin hat drei. Und das sollen wir den Hermelin einfach, falls er wieder so Sperlinge oder so spielt, dann muss er erstmal dreimal den Ding hier angreifen. Ja. Den Hermelin. Weil dann ist der Hermelin auch mal ein bisschen sinnvoller. Besser auf jeden Fall als dann der Ochsenfrosch. Der Ochsenfrosch hat eh nur zwei Leben. Ja. Das ist eh, also ist jetzt ein Win von einem Ding. Und da haben wir eine Karte weg. Also ist perfekt eigentlich. Okay, also nächster Bosskampf. Weep, weep. Na, das ist ja nur ein kleiner. Ja. Boss kommt erst oben. Beziehungsweise auf der Karte gerade gar nicht. Also wir haben ein Eichhörnchen, die Ameise, das Kind und das goldene Fell. Und unser Gegner was spielt hat er? Einen Ochsenfrosch. Okay, da müssen wir erstmal keine Angst haben. Dann überlege ich nämlich, ob wir das Kind einfach irgendwie auf die drei Felder spielen, wo nichts ist, weil dann können wir die nächste Runde opfern für die Ameise zum Beispiel und der bleibt ja trotzdem da. Erstmal nicht machen, oder? Wir könnten das Fell dem Typen da entgegensetzen, dann kann er erstmal in Ruhe das Fell angreifen, ein paar Runden lang. Dann kassieren wir auch kein Damage. Ja, easy. Perfekt, weil der hat die beiden hier hingesetzt. Mhm. So, nehmen wir jetzt eine Ameise oder wir könnten was ziehen? Ich würde nochmal was Krasses ziehen, vielleicht kriegen wir noch was mit einem Leben, vielleicht kriegen wir da... Hähnchenfell. Aber ein Fell können wir schon mal einen dieser Dinger entgegensetzen und die Ameise können wir ja trotzdem daneben spielen. Ist ja perfekt. Oh, das Kind ist langsam wütend. Ui, stimmt. Ja. Auch noch nicht gesehen. Macht aber keinen Damage, ne? Nee. Doch, zwei Damage. Zwei? Oh, und wie cool ist sie denn? Und fliegt. Und, ja, eben. Das wusste ich gar nicht, dass sie so eine erwachende Fähigkeit hat. Ja, nice. Das heißt aber, unsere Ameise stirbt, weil er hat eine Fähigkeit, dass er ja uns jetzt vergiftet, ne? Aber wir hätten dann schon mal Knochen. So, was machen wir jetzt?
Ich würde ja was ziehen. Weil wir können ja immer noch das Kind opfern. Ja. Vielleicht kriegen wir aber auch was mit Knochen, ja. Königin, schade. Okay. Das heißt, wir machen ihm jetzt 2 Damage, haben wir eh gewonnen, oder? Ja, easy. Hey, cool, wie geil ist denn das Kind, bitte? Das ist ja viel besser als die Katze. Ja. Aber warum steht es da nirgendwo, dass es die Fähigkeit hat? Ja, das ist schon... So, was machen wir? Karten holen oder links wieder mit Blut oder Knochen? Dass wir dann abstimmen können, welche... Oder hier die Auswahl haben. Weiß nicht, ich glaube gar nicht schlecht, dass wir rechts lang gehen und also dann wieder links. Oder? Was denkst du? Ich glaube, das Kind ist wechselhaft. Ja, ich glaube auch. Das ist noch ein bisschen im Teenageralter. Es sind Kinder halt. Ist ja auch hier erst 13 Jahre also alt. Also ich würde ganz gerne eigentlich hier drüber gehen, damit wir uns noch was zum als Knochen oder so holen oder zum Opfern. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, aber rechts kriegst du ja auch 3 zufällige Karten. Da können ja auch Knochen dabei sein. Weißt du, ich meine, also entweder geht man links lang, entscheidet, was es wird. Oder man lässt sich rechts umreißen. Ja, okay, wir gehen links lang. Ist, glaube ich, das Klügere. Ja. Auch wenn ich gerade irgendwie voll Bock auf rechts hätte, ich würde trotzdem links lang gehen. Wenn jetzt hier 3 Kacksachen sind, das ist halt auch nervig. Okay, immerhin. Also so, 1, Chat entscheidet 2. Wieder. Blut oder Knochen? Chat entscheidet. Der Demon hat vorhin Blut gesagt. Was sagen wir jetzt? Was sagen wir jetzt? Wer ist noch da? Wer macht noch mit? Ich glaube, am klügsten wäre sogar Knochen, weil wir jetzt viele haben. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt auch viele Sachen, die wir halt opfern können. Wir haben sowohl das Kind als auch die Katze. Okay, Rücken sagt auch Knochen. Okay, dann gehen wir Knochen, Fragezeichen. Fledermaus. Ja. Ich glaube, Knochen ist wirklich am besten. Fledermaus mit 4 Knochen. Ja, perfekt. Das ist sogar saugut. Das ist echt wenn gut, die jetzt noch abtauchen könnte, wen hatten wir? Wir hatten den Louis, ne? Ah, schade. Den haben wir auf Rilkasch gebaut. Hätten wir jetzt die Abtauchfähigkeit auf diese Fledermaus, die wäre sau-OP. Ja. Aber das kriegen wir dann bestimmt noch hingebaut. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber es ist eine gute Karte. 4 Knochen kriegen wir schnell hin. Ja. Und die ist relativ stark und greift direkt an. Jetzt dich aufs Lagerfeuer. Was machen wir jetzt? Wen machen wir stärker? Oh, ich bin mir unsicher. Oh, den Mantis? Dann macht der direkt 4 Damage. Oder den Hermelin. Warum? Keine Ahnung. Sehe ich keinen... Ja. Also da würde ich tatsächlich... Also die Fledermaus wäre gut mit 3 Damage, aber es wäre auch der Mantis. Der macht also weil der macht ja direkt 4 Damage. Der greift ja links und rechts an. Gehen. Das Problem beim Mantis ist halt, der hat auch nur ein Leben, ne? Mhm. Oder halt das Kind. Aber es ist halt die Frage, ob das Kind immer wieder die Fähigkeit hat. Ja. Guck mal auf den Rand vom Kind, deswegen. Das bedeutet was Besonderes, dass sie so gekrüselt ist. Die anderen sind nicht so gekrieselt. Das stimmt. Ist gut zu wissen. Müssen wir mehr drauf achten. Ja. Oh, schwierig. Also viele würden jetzt einfach ganz natürlich für den Mantis gehen. Ja. Einfach, dass man 4 Damage macht und rechts und links angreifen ist geil. Also du musst ja wissen, zum Beispiel wenn er jetzt eine Tanne in der Mitte hat, kannst du den Mantis da hinsetzen und die Tanne greift uns ja nie an. Ja. Aber wir können immer links und rechts angreifen, was richtig krass ist. Und was wir jetzt bräuchten, wir bräuchten auf dem Mantis die Fähigkeit vom Stinkkäfer zum Beispiel, dass der Gegner einen Angriff weniger kriegt. Weil wenn er dann irgendwas reinspielt mit einem Angriff, kann die einfach nicht getötet werden. Das stimmt, ja. Dann gehen wir auf den Mantis. Also wir beobachten das Kind mal. Kind ist auf jeden Fall schon so krass. Also es muss ja jetzt nicht gleich overpowered sein. Wir könnten aber auch den Wolf nehmen, aber der braucht wieder 2 Opfer. Ja. Wir haben den 2. Wolf, okay. Die 2 Wölfe brauchen wir sowieso, da kommen wir nachher noch zu. Da können wir was Krasses machen. Aber dann nehmen wir jetzt den Mantis. Genau. Doch. Ich denke, der wird uns jetzt den Arsch retten. Ja. Da gibt es immer wieder Runden. Ja. Stell dir mal vor, der hätte jetzt 3 Damage, dann macht er direkt 6. Ja, das stimmt. Und wenn du den in der ersten Runde spielst, was ja auch manchmal möglich ist, hast du direkt eigentlich gewonnen. Guck mal, wir haben eine große Tanne. So, er hat eine 2 Bienen. Die sehen ja witzig aus. Ja, die einäugigen. Guck mal, und jetzt zum Beispiel können wir den Mantis direkt dazwischen spielen und machen ihm schon mal 4 Damage. Wir haben den Easy. Mantis. Ja. Yeah. Hier. Yep. Easy going. So, dann haben wir das Kind. Das Kind würde ich hier ganz außen hinspielen. Ja, jetzt kannst du eh nichts machen. Naja, ich meine ja später dann. Ja, wir haben da eh gewonnen, wahrscheinlich. Es wird nicht so viel später geben. Weil nächste Runde greifen wir mit dem Mantis seine beiden Viecher an, die sind schon mal tot. Und jetzt, egal was wir jetzt spielen, was 2 Damage macht, also auch das Kind ja, in dem Fall. Ja, easy. Rechts, wie du es gesagt hast, links dann das Kind, haben wir gewonnen. Wir könnten aber auch auf Overkill gehen. Aber das Kind macht jetzt eh noch keine Damage, weil das wacht erst auf, wenn das angegriffen wird. Ah.
Echt? Es wurde doch gar nicht angegriffen letzte Runde. Doch, wurde einmal angegriffen. Ah, so ist die Fähigkeit. So. Ja, er fliegt ja, er kann ja unser Mantis eh nicht angreifen. Ja. Wie geil, der Mantis ist gerade so perfekt. Gerade gegen fliegende Gegner ist das so gut. Ja, was machen wir jetzt? Was ziehen wir? Was krass ist? Ja. Wie viel Damage haben wir ihm jetzt schon gegeben? Also noch 3 Damage müssen wir. Er hat ein goldenes Fell und eine Königin. Ich würde gar nichts machen. Ja. Also einfach angreifen. Passiert ja eh nicht. Doch, wir machen ihm noch. Ah ne, wir haben eh gewonnen. Wir machen sogar 2 oder. Ja, ein Over Damage. So, hey, wir sehen eine Horde. Was machen wir danach? Wir müssen mal mehr Items einsetzen. Genau, wir haben jetzt den Rattenkönig, den Ochsenfrosch oder Reginald. Also wenn der Rattenkönig stirbt, kriegen wir halt 4 Knochen. Ja. Aber braucht selber 2 Opfer. Wir könnten, weil wir jetzt eher als nächstes auf so ein Ritualfeld gehen, könnten die Fähigkeit von ihm nehmen, dass wir 4 Knochen kriegen und das auf einem anderen Viech geben, damit wir dann mit wenig Opfern, zum Beispiel wenn es, ja, das Kind kann ja nicht sterben, aber wenn jetzt zum Beispiel Kakerlake oder so aber stirbt. Wenn wir das aufs Kind machen, dann kriegen wir so viele Knochen, können ihn immer opfern. Ich weiß nicht, wenn das funktioniert, wäre das richtig krank. Dann wäre das absolut krank. Und dann können wir so ein krankes Knochen decken. Wir können es probieren. Der Typ ist eigentlich nicht schlecht. Der Typ bringt alles um, braucht nur 3 Knochen. Aber wir machen unsere eigenen Karten. Genau. So, jetzt müssen wir gerade ausgehen in dem Fall, um das durchzuziehen. Dann haben wir eh noch 3 Items. So, wir nehmen jetzt hier den Rattenkönig. Ach, schade, das Kind ist nicht dabei. Doch, das Kind ist dabei. Ja, klar. Nice. Wir bauen uns das, wie uns das gefällt. Das ist... Ey. Das ist geil. Das ist geil. OP-Karten. Oh, OP-Karten hier. Alle anderen... Es ist halt echt, wenn du es opferst und wenn es stirbt. Und es muss ja einmal angegriffen werden, damit es OP wird. Ja. Und jetzt müssten wir es noch einmal am Lagerfeuer stärker machen. Und da haben wir voll die kranke Karte mit dem Ding. Ja. So was hatten wir alles. Also wir haben einen Eisvogel, der untertaucht, 2-mal. Okay, der. Also wir könnten den Mantis nachher da spielen, egal wo. Der kann eh nicht sterben. Wir müssen die Mitte freihalten für den Mantis. Okay. Das heißt, wir können jetzt... Wir können Die Ameise können wir spielen. Wir könnten die Ameise hierhin spielen, dass die schon mal Schaden macht. Weil die ist egal, du kannst die Ameise ganz rechts oder ganz links spielen. Weil wir greifen die Dinger eh nicht an. Die fliegen ja eh. Genau. Die tauchen so oder so unter, also ich würde die dann trotzdem hierhin spielen. Ja. Okay. Kassieren wir erstmal 3. Ja. Bababam. Die tauchen unter, genau. Was krasses ziehen oder ein Eichhörnchen, weil Eichhörnchen bringt uns nichts, hier haben wir ja nur Knochen. Also müssen wir hätten. Nee, ein Fell bringt ja auch nichts, oder? Ein Fell macht keinen Flugabwehr. Nee. Das Fell bringt uns gerade. Oh, das Fell ist gerade richtig mies. Gut, dass wir es nicht gespielt haben. Das hätte uns jetzt die ganze Runde versaut. Ja. Es bringt uns vieles nicht, wie du sagst. Sehr gut. Den können wir sogar spielen, oder? Nee. Nee, können wir nicht ziehen. Es fehlt noch. Müssen die Ameise opfern oder ein Eichhörnchen ziehen. Ja, können wir ja eh nichts für nichts opfern. Nee. Ich hätte jetzt tatsächlich lieber ein Eichhörnchen gespielt und einfach dem Sperling entgegengesetzt, aber wir sterben eh. Wir sterben. Wir sterben? Ja. Wir müssen unser Auge. Also wir müssen den Dolch einsetzen. Wir müssen den Dolch einsetzen, okay. Ja, wir haben echt Kacke gezogen. Nicht angreifen. Genau. Doch, bringt nichts. Müssen wir. Yeet. Okay. So, was machen wir jetzt? Angreifen. Okay. Wir brauchen jetzt krasses Zeug. Unbedingt, sonst haben wir es immer am Arsch. Wir brauchen jetzt... Wir könnten... Was können wir machen? Wenn wir jetzt... Ich würde noch nicht immer gleich ziehen, Yuki. Wir müssen doch erstmal nachdenken. Nee. Weil, was bringt uns jetzt Knochen, wenn wir keine Dinger haben? Wir hätten jetzt Eichhörnchen opfern können. Zieh die Eichhörnchen aus dem Ding. Wir haben eh verloren. Wir haben jetzt 4, ja, wir haben verloren. Ach, Yuki. Wir hätten jetzt einfach ein Eichhörnchen, seinem Speer, setzt es noch dem Sperling entgegen, dann kassieren wir 3 Damage. Dann sind wir einmal kurz vorm Tod. Aber wir können es nicht mehr retten. Glaube ich.
Dann haben wir zumindest zwei Knochen. Dann können wir die Wanze spielen. Die Wanze kann seinen Sperling töten nächste Runde, aber wir kassieren trotzdem drei. Ah! Okay, unser erstes Leben ist wahrscheinlich weg. Wie enttäuscht. Die ist nicht die erste, die ein Auge verliert. Das macht keinen großen Spaß, wenn du halt blind bist. Vielleicht würdest du das ja gerne ersetzen. Ja, bitte. Was nehmen wir da Schönes? Hey, what the fuck? Normalerweise sollte da eigentlich was passieren. Das ist sehr mies. Ja gut. Ich würde das da nehmen, was. Nimm dir ein schönes. Nimm mal hier so ein eisblaues. Schön. Gucken, ob sich unsere Sicht auch ändert. Achso. Besser? Ja, danke. Da war alles endgültig. Also normalerweise sollte da was anderes passieren, beziehungsweise was anderes noch in der Truhe sein. Das wundert mich jetzt, dass es nicht drin ist. So, jetzt gehen wir wieder was holen. Warte, wir müssen... Wir haben was gesagt, wir gehen zum Feuer. Oder gehen wir Ritual. Warte. Wir gucken mal aufs Deck, bitte. Wir haben auch keine Items mehr. Und vor dem Bosskampf wäre Items eigentlich nicht schlecht. Weil wir könnten jetzt dem Kind halt noch ein Damage verpassen am Feuer. Ja. Könnten aber jetzt auch erstmal auf drei Items hoffen, weil das halt gegen den Bosskampf manchmal schon sau wichtig ist. Ich würde mir jetzt erstmal die Items holen, das Kind können wir immer noch buffen. Ja, dann gehen wir Ding, aber wir müssen jetzt eh noch entscheiden, oder? Vorher Karten, also wir müssen ja rechts, ja. Ja, wir dann müssen so oder so rechts gehen. Rechts, Mitte, ja. Ja, doch. Oder wieder Knochen. Ja, Knochen, definitiv. Knochen. Ja, weil wir haben doch eh das Kind. Ja, stimmt. Also gehen wir auf Knochen. Klar. Truthahn anhaben. Der ist halt krass, wenn wir den dann ziehen. Ja. Truthahn-Geier. Ein Auge haben wir ja noch. Ja, stimmt wohl. Also jetzt hier auf Items. Items. Können wir uns erstmal aufstellen? Bitte irgendwas Fliegendes? Wieder? Okay, krass, dass er wiederkommt. Das ist jetzt schwierig. Entweder das Auge oder Fliegen. Nimm mal Fliegen. Oder? Was sagst du? Fliegen kann halt manchmal so krass sein, dass du irgendwelche normalen Viecher fliegen lässt und dann machst du direkt einen Damage. Also jetzt würde ich das Dolch nehmen. Da überspringt er eine Runde. Das Sanduhr ist halt auch krass. Da kannst du ihm einfach sagen, jo, du darfst jetzt einfach mal nicht spielen. Knochen würde ich eigentlich jetzt nehmen, weil wir ein Knochendeck haben, ne? Oh, wir kommen zu Marco. Zum Fisch. Jetzt haben wir dieser kleine Delay, ne? Also jetzt läufst du für mir erst zum Fisch. Ein fauliger Geruch stieg dir in die Nase und schnürte dir die Kehle zusammen. An einem brackigen Teich saß ein ungeschlechter Mann, die Füße im dunklen Wasser. Er zog einen Haken aus einem Haufen gammeliger Fische und rappelte sich auf. Okay, es ist nicht Marco. Ich bin der Vielleicht Angler. Vielleicht ist es doch Marco. Fischen geh. So, wir haben den Totruthahn, Kaninchen, Wolf und Eichhörnchen. Er hat einen Eisvogel. Wie viele Knochen sind denn in dem Glas drin, weißt du das? Das sind keine 8, ne? Das sind irgendwie 5 oder so. 4 oder 5, glaube ich. Weil wenn wir jetzt gleich den Truthahn-Geier spielen könnten, wäre mega krass. Das heißt, wir müssen aber darauf spielen, den zu spielen. Ja. Was haben wir noch? Kaninchenfell. Könnten wir, was spielt er? Er spielt den Eisvogel, der abtaucht und fliegt. Ach, scheiße. Also Felle bringen uns erstmal gar nichts. Nee. Das heißt, du kannst Eichhörnchen spielen, wo du willst, ist egal.
Aber wir können ihn nicht opfern, ja. 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 Okay. Also erstmal weiter. Ja. Noch ein Eis. Ja, das ist ärgerlich. Wir brauchen echt weniger Sachen mit zu vielen Opfern. So, jetzt wieder krass ziehen. Oder ein Eichhörnchen den Wolf. Eichhörnchen den Wolf ist auf jeden Fall safe. Okay, er holt jetzt schon seinen Haken raus. Das finde ich ein bisschen nervig. Genau, lieber Eichhörnchen, weil wir brauchen ja Knochen. Genau. Okay, das können wir irgendwo hinspielen. Und jetzt dann den... Ja, nee, jetzt müsste sein Ding rüberspringen, oder? Seinen Haken. Macht er das? Müssen wir eh. Ja. Oh, das ist mies. Er krallt sich jetzt sowieso. Ist egal, wo du es hinspielst, weil könnt ihr eh nicht angreifen. Spielst mal in die Mitte eher. Mal gucken, ob der Haken vielleicht dann ignoriert wird. Ja. Also der Haken ist weg, okay. Ja, ja. Ja, er geht jetzt auf unseren Wolf. Ja, das heißt, er klaut sich unsere Karte. Machen ihm aber schon mal 3 Damage. Wie geht es jetzt? Weil er müsste hier eigentlich rüberziehen, wo der jetzt Vogel ist. Ja. Kann er aber nicht. Was passiert dann? Doch, er zieht sie rum. Oh, okay. Arschloch. Da können wir dann aber das Kaninchenfell schon mal hinlegen. Genau. Eichhörnchen? Oder Karte ziehen? Wir müssen ja eigentlich eine Karte ziehen. Karte ziehen, weil er müsste jetzt eine leichte Knochenkarte kommen, der hoffentlich. Angler. Pass auf seinen Haken auf. Spiel ein Eichhörnchen. Oder so, wenn er damit zielt. So beschützt du deine besten Karten. Mm, ja. Immer das, was du als letztes spielst, das greift er sich. Ah, okay. Also spielen wir jetzt das Kaninchen. Obwohl, jetzt ist hier die Frage. Spielen wir zuerst den Stinker. Ja. Und egal wo. Was spielt er noch? Wieder ein Eisvogel, oder? Er hat da wieder ein Eisvogel, ja. Hm. Ja, dann kannst du ihn eigentlich egal wohin spielen. Wir greifen eh mit dem direkt an. Nee, nicht ganz links. genau, stell den einfach vor dem Eisvogel, dann macht der Eisvogel keinen Damage mehr. Umso geiler. Dann ist Kaninchenfell jetzt ganz links, weil jetzt hätte er sein können, dass er wieder seinen Haken macht. Und jetzt würde er das Kaninchenfell haken, das wäre ja scheißegal, aber macht er leider nicht. Der macht das irgendwie nur alle 3-4 Spiele, also Züge dann. Ja. Cool, dann macht er uns jetzt nur noch einen Damage. Nice. So, wie viele Knochen haben wir jetzt? Ein. Uff. Ach stimmt, wegen der Wanze. Okay. Ein Eichhörnchen müssen wir ziehen. Ja. Was ist nervig mit Haken? So habe ich es auch noch nie gesehen. Mann, in dem Modus ist man eigentlich schon so OP, aber wir ziehen halt unsere also wann haben wir jetzt Rikash wieder mal gezogen? Gar nicht. Und der ist so krank OP. Ja, aber leider müsst du jetzt das Eichhörnchen dann wahrscheinlich hier oder hier drüben hinsetzen, oder? Wie du willst, der wird eh nicht angegriffen. Spiel's mal dahin, wird sein Eisvogel auch wieder nach hinten geschoben. Jo. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Unser Wolf ist jetzt das Nervige. Ja. Wir kriegen auch keine Knochen dadurch, das ist ja auch dumm. Mhm. Wir haben ein Knochendeck, was uns jetzt gerade komplett fehl am Platz ist. So. Ja. Was machen wir jetzt? Eichhörnchen ziehen? Bringt uns was? Ah, nichts. Mhm. Also müssen wir wieder was Krasses ziehen. Ja. Eine Ameise. Na super. Ja. That's Bullshit. GG, wir können fliegen, bringt uns nicht, wir machen eh direkt einen Damage. Wir können es wieder ein Auge ziehen. Ja. Das Glas, wie viel hat denn das Glas? 4 oder 5? Ich glaube 5. Das haben wir aber auch nur 6, das bringt uns auch nicht viel. Ja. Ah. Also es ist, denke ich, schon gewollt, dass man nach jedem Boss erstmal verliert. Das ist tatsächlich so. Aber ich überlege, ob wir das jetzt irgendwie noch reißen können. Ob unser Rikash das hier irgendwie noch drehen kann, das Game. Wenn wir den mal ziehen würden! Ja. Ehrlich mal, Rikash, ja, komm, stell dich mal ein bisschen an. Nimm dir mal ein neues Auge. Ein neues Auge, okay. Weil dann, wie viel macht denn das eigentlich? Wir haben jetzt 3 gepressen.
Ah, ich weiß nicht, ich sehe gerade nichts. Ich glaube 5. Ne, es macht 4. Okay. Okay. Gut. Dann kriegen wir eh nur 3 Damage, alles klar. Ja, dann sind jetzt unsere Stinkpflanze dran. Wir müssten jetzt was ziehen, ein Eichhörnchen. Ja, es ist verloren, glaube ich. Egal, was jetzt passiert. Ja. Tina am Eichhörnchen, ja. Lieber, was passiert, wenn du jetzt links das hinspielst? Werden seine Karten auf die Hand genommen? Oh, das weiß ich nicht. Weil wird dann der Wolf nach hinten geschoben? Das wäre jetzt interessant. Greift er zuerst an oder zieht er die Karte? Bitte zieh die Karte zuerst. Scheiße. Aber was passiert denn mit dem Haken? Nee, gar nichts. Ist gar nichts passiert. Okay, das ist auch gut zu wissen. So, was machen wir jetzt? Eigentlich auf Rika warten. Hm. Wir müssen jetzt ziehen. Wenn wir sie jetzt nicht ziehen, haben wir verloren. Kakerlake. Die könnten die Kakerlake zum Wolf geben, der Wolf stirbt. Nein. Nee? Nee, die kommt ja nur auf die Hand zurück. Ach so, ja. Aber der Wolf... hätte dann nur noch ein Leben. Ja, wir haben 4 Damage macht, der wäre mir eh verloren, egal. Soll ich das Schwein nehmen? Wie viele Münzen haben wir? Eine Nummer. 2. Hier kannst du Kakerlake eh nicht spielen. Wow. Wenn du das Ding spielst, dann... wir brauchen halt 8. Mit dem scheiß Truthahn hätten wir es halt nicht reißen können. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen verlieren. Okay. Ich bin jetzt was Geiles gezogen. Mann, es ist ärgerlich. Ach, schade. Stimmt, wir haben ja ein Damage gehabt, das habe ich vergessen, nicht mit eingerechnet. Bitte jetzt zieh sie. Wenn wir. Bitte! Kind. Rettet uns das Kind. Das Kind rettet uns den Arsch. Wir kassieren leider zu viel Damage. Das ist das Problem. Aber das Kind würde uns. Hätten wir jetzt das Kind eine Runde vorher gezogen, hätten wir jetzt ein Eichhörnchen ziehen können, hätten wir dann Knochen bekommen, wenn wir den immer opfern oder wenn er angegriffen wird und sich verwandelt. Ja. Dann hätten wir genügend Garn für den Truthahn. Ach, kacke ich. Aber das Kind kann ja nicht sterben, wir können es zum Wolf schicken. Nee, es kann nur nicht geopfert werden, sterben kann es schon. Doch, es kann ja geopfert werden. Nein, es kann geopfert werden und dann stirbt es nicht, aber es kann durch Angriff kann sterben. Ach so. Aber es macht 2 Damage nächste Runde, könnt ihr den Wolf killen, aber wir kassieren sowieso 3 Damage von seinen Vögeln, das ist das Problem. Ja. Also egal wie. GG. Nee. Ja, bleibt uns nichts übrig. Dann war nur. Wie viel? Wir haben immer noch nur eine Münze oder 2. Schade. Schade, schade. Ah, oh, dieser, der Mistkäfer mit seinem blöden Haken, ey. Ja, wir brauchen jetzt einen neuen im Chat, der eine Karte wird. Und ich glaube, wir nehmen erstmal Mama, oder? Ja. Ja, du brauchst nichts probieren, das ist leider verloren. Ja, also, dass sie es halt absichtlich machen, also ich weiß halt, dass es schon so gewollt ist, dass du nicht am Anfang direkt gewinnst. Ja. Es ist zwar machbar und es wäre auch krass, wenn wir es irgendwann hinkriegen, aber die wollen schon, dass du eigentlich immer nach jedem Boss immer so ziemlich leidest und dass du dir eben erstmal neue Karten machst und so weiter und die Sachen freischaltest. Ja, Pia, du brauchst nicht, du bist noch nicht tot. Halt still.
Ja, doch. Habe ich meine Kamera eingelegt. Die 10. genau. Und da brauchen wir unbedingt die Filmrolle später. Dann haben wir das quasi ausgespielt. Nice. Ja, damit. Hallo. Da, Todeskarte. So, was haben wir? Bitte keine zwei Opfer? Denn sogar mit Knochen. Oh, Opossum. Definitiv. Zwei Knochen ist easy machbar. Ja. Dann hätten wir den Wolf. Oh ja. Ja, ich würde den Wolf nehmen. Und Mama dann wird das auch Kind. Okay. Siegel. Mit den Knochen. Oh, oder fliegen. Was mag die Mama mehr, fliegen oder nicht? Also, es ist jetzt schon OP, wenn wir das Kind nehmen. Ja. Es ist muss eigentlich. Ja, wir nehmen das Kind. Fliegen wäre schon cool, aber das andere ist. Machen. Vor allem, sie braucht nur zwei Knochen. Also, zweimal muss irgendein Eichhörnchen geopfert werden und dann können wir sie spielen. Und dann kriegen wir vier Knochen erstens. Und zweitens kriegen wir dann unendlich, können wir sie opfern. Also, sie wird unendlich auf dem Feld bleiben. Ja. Aber und macht noch drei Damage. Also. Das Kind. Ja, und wenn wir sie dann in der nächsten Runde noch fliegen geben, dann. Oder abtauchen. Oh ja. Boah. Ja. Moskito. Ja, meine Mutter heißt überall Moskito. Ja. So. So, Mama, du musst jetzt mal lächeln, ne? Musst jetzt bitte lächeln. Sag mal Spaghetti. Knisch. Ansonsten, Chat, wie gefällt euch so das Spiel? Habt ihr das schon mal so eine Art gesehen? Ich kenne zum Beispiel Slayer's Fire oder so, hieß es früher. Das war so ein bisschen ähnlich aufgemotzt, aufgemacht. Da können wir hier stinken, was sich hinein verirrt. Ah, wieder der Ochsenfrosch. Ja. Er ist jetzt bei Berlin schon mal was auf. Ja. Guck mal, dir fällt es zumindest auf. Die Karte verteilt, so bleibt es. Wieso ist er jetzt viereckig? Wird noch besser. So. Wie nennst du hier Quadratschiedel? Ich würde dann für heute aber wahrscheinlich auch erstmal Schluss machen. Danke fürs Zusehen und denkt daran zu abonnieren, liken und kommentieren.